Welchen Platz ihr dann bekommt, wahrscheinlich den ganz hinten rechts. Das ist vor so einer Säule oder so. Keine Gewähr, also da müsst ihr schon selber gucken. Hallo und herzlich willkommen zum 6. News-Podcast im Jahr 2019. Heute geht es um die News aus dem Mai 2019. Das größte Highlight dabei, dass Detektiv Conan zu ProSieben Max zurückkehrt. Aber fangen wir von vorne an. Mit dabei ist heute auch Olli. Hallo Olli. Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich begrüße Bianca. Hallo Bianca. Hallo, lange nicht gehört. Mit dabei ist auch Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Und ich begrüße unseren Stargast. Hallo Kevin. Hallo und schön, dich zu hören, Bianca. Lange nicht mehr gehört. Schön, dich zu hören. Euch alle. Genau, starten wir direkt durch mit ein paar internen Angelegenheiten. Zunächst aus dem Conan-Forum. Wir hatten ja darüber berichtet, dass der Charakter-Contest im Forum gestartet ist. Und dieser Charakter-Contest ist jetzt auch beendet. Nochmal ganz kurz, worum geht es? Bei uns auf conanforum.org treten im gesamten Mai über immer 64 Charaktere gegeneinander an in diversen Runden und Gruppen und so weiter und so fort und messen sich halt in der Benutzergunst. Also jeder, der einen Account bei uns auf conanforum.org hat, hatte die Chance, dort abzustimmen und mitzumachen. Und das Ganze ist mit einem fulminanten Finale zu Ende gegangen. Gewonnen hat dieses Jahr Ranmori. Kurz vor Ai Haibara und Shuiji Akai Masumisera. Ich weiß gar nicht, wer da den dritten Platz gemacht hat. Ai war auf jeden Fall Zweite. Nochmal herzlichen Glückwunsch an Ran. Hat mir wieder wirklich sehr viel Spaß gemacht dieses Jahr. Und ja, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, die auch den Livestream von uns, den wir auf YouTube gemacht haben, begleitet haben. Und bis zum nächsten Jahr, nicht wahr? Genau, ein schönes Mädchen-Battle auf jeden Fall zum Schluss. Und es freut mich für die ganzen Ran-Fans, dass auch mal Ran gewonnen hat. Ich habe ja immer eher so das Gefühl, Ai sei beliebter, wobei man merkt, es hält sich so die Waage. Ja, am Ende war die Waage dann doch ziemlich, das Gewicht dann sehr ungleichmäßig. Also Ran hat verdient gewonnen. Ich glaube auch, dass Ran beziehungsweise Haibara insgesamt in der Community die beliebtere ist, aber bei dem Contest spielt ja mehr eine Rolle als nur die reine Beliebtheit. Viele Ai-Fans überlegen sich natürlich auch, Ai hat schon mal gewonnen, Ran noch nicht. Und da spielt und die Täter-Fans haben sich auch überlegt, ne, wen soll ich dann die unterstützen, wenn der nicht mehr da ist. Und da blieben ja beide Stimmen übrig und die hat man dann für Ranmori gegeben. Ah, das gute ist Taktik. Ganze zwei Stimmen von dir konnte Ran sich dadurch kannst sichern. Kannst mal sehen, ne? Ja, ich freue mich auch für Ran, dass sie jetzt gewonnen hat. Es wurde ja auch Zeit nach den Jahren. Und ja, vor allen Dingen fand ich bei dem Charakter-Contest eigentlich wie jedes Jahr die Beiträge der ganzen User schön, was man sich alles hat einfallen lassen, um die Charaktere anzufeuern. Da war wirklich wieder viel Schönes mit dabei. Und ja, darauf freue ich mich eigentlich immer so mit am meisten, was sich die User jedes Jahr so überlegen, wie kreativ sie sind. Und ja, dadurch kann man dann auch überzeugen. Gut, dann machen wir weiter mit einer weiteren internen Ankündigung. Und zwar zum Japan-Tag in Düsseldorf, der letzte Woche stattgefunden hat. Ja, wir waren mit vor Ort und es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir haben auch sehr viele Leute aus dem Forum und die man sonst über Ecken und Ecken kennt von einem Verwandten, Bekannten. Über Ecken und Ecken. Genau. Da sind wir fast im Wald angelangt, wäre wieder super. Richtig, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht in Düsseldorf. Wir haben wieder viel gesehen, viel Spaß miteinander gehabt und den Tag, ja, und es waren sehr viele alte Hasen da diesmal. Also, waren ja Leute wie, ich kann ja alle mal vorlesen, ich habe ja zum Glück alle im Forum. Er hat sich ja das aufgeschrieben. Philipp war da, Kirito Asuna war da, Zero war da, Paul war da, Meri war da, Bianca war da, Morita war da, der jetzt heute nicht da ist im Podcast, Olli war da, Alex C., ehemaliger Wiki-Admin war da, Japanese Melly, ehemaliger Wiki-Admin war auch da, Wolf war da, ehemals im Forum, der Chat Bastler, Einzelzahn Han Solas, Jeff Lucas, bekannt aus dem Audiokommentar. Dann haben wir noch Penguin Lady, früher Sari mit 4-5 I's beim Podcast, Südkönig-Fan, Swallow Demara, Tenma, früher Chris aus dem Conan-Cast,
Und Mail-Tante Conan war auch da. Wahnsinn und nicht zu vergessen, ich. Ja. So viele waren da. Und noch mehr, und noch mehr, noch mehr. Wir alle waren auf jeden Fall da. Ja, also, da blieb kein Wunsch mehr offen. Wenn man jemanden sehen wollte, den hat man gesehen. Den und eine halbe Million anderer Menschen. Genau, ich schaue gerade mal auf der Suchmaschine unseres Vertrauens nach. Das Datum für nächstes Jahr ist schon released worden. Und zwar für den 16. Mai 2020. Ja, frühbuchen lohnt sich. Genau, also wenn ihr uns treffen wollt, gerne am 16. Mai 2020 nach Düsseldorf kommen zum Japan-Tag. Hier machen wir ein User-Treffen. Ja, genau. Ansonsten noch der Hinweis, wir sind natürlich auch auf der Dokumi. Da wird unter anderem Olli zugegen sein. Ich glaube, Bianca ist auch vor Ort, nicht wahr? Genau, ich bin allerdings nur samstags dort. Ja, ansonsten auch die Animagic, wie gewohnt, ein guter Treffpunkt für uns. Ja, also Möglichkeiten gibt es, uns zu treffen. Kommt gerne vorbei für ein Pläuschchen oder für ein Autogramm. Kaffee und Kuchen? Ja, nee, nur Kuchen diesmal. Nur Kuchen, okay, ja. Oder also kurzum, einfach mal im Forum vorbeischauen. Da findet ihr immer wieder einen Fred, der euch dann sagt, wann und wo das nächste User-Treffen stattfindet. Der Japan-Tag oder das User-Treffen am Japan-Tag war ein phänomenaler Erfolg. Meinst du einen Thread oder einen Fred? Ja, man kann, also wir sagen manchmal Fred. Fred. Für die, die nicht so gut Englisch können, Thread, Fred. Fred kann jeder. Fred kann jeder sagen, also, ne? Aber ich glaube, Philipp möchte weitermachen. Kann das sein? Ja, ich übergebe gleich wieder an dich, denn wir haben ein Gewinnspiel veranstaltet. Uhu, mit Freikarten für Zero, der Vollstrecker. Was hat das damit auf sich, Kevin? Also für die Zuhörer, ja gerne. Aber nicht für die, die hier neben mir sitzen und mit mir sprechen. Nämlich genau, zweimal könnt ihr zwei Gästelistenplätze gewinnen. Das heißt, es gibt einen Gewinner und ihr könnt auch eine Begleitung mitnehmen. Und dann gibt es noch einen Gewinner und ihr könnt auch noch eine Begleitung mitnehmen. Wenn ihr diesen Conancast hört, habt ihr sogar noch ein paar Stunden Zeit, um teilzunehmen. So, ja, so zwei das Tage. Das setzt allerdings voraus, dass ein ihr Tag. Diesen Conancast schon am Sonntag hört. Besser ist das, denn sonst bekommt ihr das Gewinnspiel vielleicht gar nicht mit. Denn allein im Newsblog haben sich die Geier bereits versammelt. 198 sind es aktuell. Ja, da fliehen sie und da schwirren sie. Ja, schön, freut mich. Ich freue mich natürlich auch schon auf den Film. Ich habe ja die Karten schon lange vorbestellt. Am ersten verfügbaren Tag habe ich mich hingestürmt und meinen Stammplatz gesichert. Rechts neben mir natürlich dann meine Freundin. Und links von mir hoffentlich Philipp S. Punkt. Ja, natürlich. Am 25. Juni habe ich nichts anderes vor, als ins Kino zu gehen. Na. Ja, vielleicht noch arbeiten oder Uni. Es ist ein Dienstag, liebe Leute. Aber macht euch keine Sorgen. Soweit ich gesehen habe, bei mir in der Stadt sind noch einige Plätze vorhanden. Denn diesmal zeigen mehrere Kinos, als es früher der Fall war, Conan. Ja, also genau. Gutes Stichwort. Im Gewinnspiel, Beitrag, wo ihr gerne mitmachen dürft. Wenn ihr nicht hier im Conancast dabei seid, dann dürft ihr nicht mitmachen. Findet ihr auch die Liste aller teilnehmenden Kinos. Und dann findet ihr bestimmt noch eins in eurer Nähe und warum ihr da reinschauen müsst. Denn wenn ihr gewinnt, dann müsst ihr noch dann sagen können, in welchem Kino ihr den Film sehen wollt, damit ihr auch dann auf die Gästeliste kommt. Ne? Dann könnt ihr hingehen, hey, mein Name, ne, Max Mustermann, und dann schaut er nach, oh ja, Max Mustermann, sind auf der Gästeliste, ja, möchte ich mal meinen, ne, ja. Welchen Platz ihr dann bekommt, wahrscheinlich den ganz hinten rechts, das ist vielleicht, von so einer Säule aber das, oder so. Da, keine Gewehr, also da müsst ihr schon selber gucken. Von der Säule wäre bitter, aber ich glaube, ja. Das gibt es in keinem Kino. Ja. Und am besten noch vor euch ist dann diese grüne Notausgang-Lampe schön. Das leuchtet dann schön in den Film rein. Ja, die schaltet man dann ab während des Films. Gute Idee. Auch eine gute Idee. Das nächste Thema, nicht wahr? Haben wir noch Themen? Ja gut, machen wir weiter mit dem... Das wird der kürzeste Cast ever, aber so weit soll es nicht kommen. Moment mal. Ich weiß noch genau, was der kürzeste aller Zeiten war. Bis zum nächsten Mal. Ja, machen wir weiter mit dem Anime in Deutschland. Da haben wir auch wieder ein paar Themen für euch. Ich hatte es ja ganz am Anfang schon angekündigt, aber wir machen zunächst mit etwas anderem weiter.
Und zwar Anime on Demand setzt die Veröffentlichung von Detektiv Conan fort. Dort wird es auch in Zukunft wieder weitere Folgen geben. Und die Details dazu hat auch wieder mal Kevin. Richtig. Es ging darum, es war eine lange Pause bei Anime on Demand, weil Anime on Demand quasi den Stand von Kase erreicht hat. Kase geht dann weiter, nämlich erschien jetzt kürzlich die DVD mit Box 8. Dennoch hat man schon am 12. Mai, also schon fast 3 Wochen im Voraus gesagt, nee, wir machen schon mal weiter bei Anime on Demand. Demnach mit Episode 207 ging es weiter, läuft auch aktuell weiter. Immer 2 Episoden pro Woche, nämlich immer, ich meine, am Sonntag war das ja, oder? Genau, am Sonntag jeweils ja, 2 Folgen. Ja, genau. Immer sonntags 2 neue, alte Folgen. Ja, alte, ja. Ja, furchtbar. Vor allem neue, alte. Ich meine, wenn die 5. Staffel bei Anime on Demand ist, das sind dann die neuen, alten, neuen Folgen. Oder wie ist das dann? Egal. Jedenfalls, wer schon bei Anime on Demand guckt oder geguckt hat, der hat auch schon einige Folgen geguckt, die jetzt in der 8. Box drauf sind. Ansonsten könnt ihr munter online weitergucken, solange bis es ja bald wieder weitergeht mit den Wiederholungen, nicht wahr? Genau, ja, die ist schön, dass es jetzt auch bei Anime on Demand weitergeht und natürlich auch schon im Voraus ein bisschen was vorweggegriffen wird, sozusagen, was erst auf die DVD-Box kommt. Ich hatte mich ja damals gewundert, dass man die Veröffentlichung überhaupt unterbricht, mitten in der Staffelveröffentlichung sozusagen. Das hat für mich überhaupt gar keinen Sinn ergeben, aber schön, dass es jetzt eigentlich relativ nahtlos weitergeht. Ich meine, wie lange war es unterbrochen? 2-3 Monate oder so? Also wirklich nicht lange. Ja, so um den Dreh, ja. Ja, von daher gut, dass es weitergeht. Und ich hoffe, dass es jetzt nach der DVD Box 8 nicht noch wieder so eine Unterbrechung gibt. Genau das vermute ich nämlich tatsächlich. Ja, aber DVD Box 9 ist ja auch schon angekündigt im Gegensatz zu den 8. Ja, aber die kommt erst Ende Juli auf den Markt. Ja, mal sehen. Ja, mal gucken. Also der Abstand der DVD-Boxen ist ja eigentlich noch gleich. Ich meine, die erscheinen immer im 3-Monats-Rhythmus. Das Problem ist, dass die DVD-Boxen immer weniger Folgen enthalten. Und ja, demnach aktuell 24 Episoden. Ja, genau. Und demnach, wenn man bei Anime On Demand das bringen möchte, hat man dann nur 12 Wochen Material, wenn man 2 Wochen, 2 Folgen pro Woche bringt. So viel Mathematik hier. Ja, gut. Ja. Ja, aber schön, dass es weitergeht. Kauft euch die DVD-Box, wenn ihr die alten auch schon habt. Das lohnt sich dann. Ja, wer will nur 7 Boxen haben, dann muss man auch Box 8 haben, nicht wahr? Das wäre konsequent. Aber kommen wir zum wichtigeren, interessanteren Thema. Und zwar startet oder wiederholt ProSiebenMax ab dem 27. Juni Detektiv Conan auf dem altbekannten Sendeplatz 18.35 Uhr. Wird dann die Nachfolgeserie von Gintama, höchstwahrscheinlich, also dass Gintama bis zum 27. Juni läuft, ist nicht bekannt, aber wäre sinnvoll, das zu wiederholen. Genau, es wird wiederholt ab den, also alle neuen Folgen, die neuen alten Folgen, wie Kevin so schön sagt, also Folge 333 bis 433 sind offiziell angekündigt. Bisschen kurios, wie ich finde, mit der Nummerierung. Aber schön. Ist wirklich komisch. Aber schön auf jeden Fall, dass es wiederholt wird und dass der Sendeplatz der gleiche bleibt. Dann hat man wenigstens ein bisschen Kontinuität drin. Letztes Mal hatten wir ja das Problem, dass nachdem Gintama gezeigt wurde, die Quoten von Conan so massiv in den Keller gerutscht sind. Hoffen wir, dass es diesmal anders ist und Gintama nicht das große Loch gerissen hat, das wir jetzt ausbaden müssen sozusagen. Zum zweiten Mal? Ja, zum zweiten Mal. Das wäre der Hammer. Ja, also ich bin ein sehr großer Gintama-Fan tatsächlich, aber dass die Allgemeinheit nicht so sieht, kann ja durchaus so sein. 27. Juni kommt die erste alte Folge, 18.35 Uhr pro 7 Max. Welche Folge das dann sein wird, offiziell Folge 333 mit dem Titel Der stumm zurückgelassene Beweis Teil 2. Also erst eine alte Folge. Und dann eine alte, neue Folge. Ja, genau. Aber eigentlich wäre es ja sinnvoll, der stumm zurückgelassene Beweis Teil 1 zu zeigen, also mit Episode 332 anzufangen. Das andere, das ist blöder, als mit 334 anzufangen. Vielleicht tun sie das auch, haben sich aber vertan. Wer weiß.
Vielleicht müssen sie aber genau da anfangen, um dann genau pünktlich zur Sendezeitübergabe für den nächsten Anime fertig zu werden mit der letzten verfügbaren Folge. Wer weiß. Sie haben ihre Gründe. Ja, das ist aber dann ja 101 Folgen. Irgendwie komisch. Es ist wirklich komisch, ja. Ich auch. Ja, aber ein Extra gibt's natürlich, das habe ich ganz vorenthalten Oh hier. ja, das Und zwar Wichtigste. soll es die Zusatzinfos für Detektive geben, und zwar Einblendungen zu den Charakteren, die bei der ersten Ausstrahlung nicht dabei waren. Also, falls ihr also bei den neuen Folgen mit dabei wart, als sie das erste Mal liefen, zwischen Oktober und März, dann habt ihr vielleicht mitbekommen, so bei, wenn die Tür aufgeht und da steht der Episodentitel, dann stehen da die japanischen Schriftzeichen und so Namensboxen, wie wir sie früher hatten, unter neuen auftretenden Charakteren hatten wir auch nicht. Das alles soll jetzt offenbar kommen oder zumindest ein Na, Teil Moment mal, davon. Moment, 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 Moment. Offiziell steht hier dran, nämlich Einbindungen zu den Charakteren. Genau, aber Die Tür kann ich da nicht erkennen. Die Diskussion laufen heißt, was denn damit jetzt genau gemeint ist, ob die Ja, und Zusatzinfos. das, was da steht, ne? Einbindungen zu den Charakteren. Ich nehme mal an, das, was früher schon auf Deutsch dort stand, in dieser asiatisch angehauchten Schrift und was auch in den japanischen Folgen immer noch zu den Charakteren dort steht, wie sie heißen, wie alt sie sind, was sie beruflich machen, was mich nicht interessiert. Irgendjemand hat es wahrscheinlich geschafft, bei Pro7 Max auf Windows 98 mit Paint abzudaten. Ah, endlich. Was mich Nachdem aber, also Kevin was mich den ein bisschen Aufruf stört. gestartet hat, ne, wir sollten ihnen eine Version von Paint schenken. Ich glaube, irgendein wahnsinnig toller Fan hat dies getan. Danke Dafür an den danke Fan. ich. Mich stört ja tatsächlich, dass man das als extra so groß ankündigt. Also RTL 2 hat das nicht angekündigt. Die haben es einfach gemacht. Gesunden Menschenverstand angewandt, ne? Und hier, also hier. Gibt's ein Extra nur für euch und hier, wir machen nämlich Einblendungen, Wahnsinn, also ganz tolle Sache, haben Wow. wir erfunden, tolle Wow. Idee. Nachdem man RTL 2 so gebasht hat, das muss man denen mal lassen, da haben sie sich einfach an das Original gehalten. Ich will jetzt nicht gegen ProSieben Max bashen, ich bin dankbar für jede Folge, die sie zeigen. Das Original hat ja aber auch Boxen. Aber ich meine, RTL 2 hatte auch immer Boxen gezeigt, Ja, von Anfang aber wir an. dürfen ja nicht vergessen, also erstmal ProSieben Max macht das nicht, das macht Oxygen, Ach diese so. Nachbearbeitung. Und Ja. zweitens, die Boxen waren in der ersten Ausstrahlung nicht drin, weil sie von den Japanern nicht mitgeliefert wurden. Das heißt, die konnten gar nicht umgesetzt werden in der Form. Die sind beim internationalen Master nicht drin gewesen. Das war auch gegen Ende der RTL 2-Zeit schon so. Das heißt, RTL 2, Okay. Lasse nur klärt damals, auf. Vielen haben die Dank. damals noch eingefügt. Ja, aber das wurde nicht mitgeliefert, tatsächlich. Jo. Hatten wir auch Das schon ist mal, glaube ein interessant paar zu Mal wissen. gesagt, ja. Ja, also auf jeden Fall schön, dass das auch extra kommt. Wie Kevin schon sagte mit der Ankündigung, dass man jetzt sagt, oh, wir haben hier ein spezielles Extra für euch. Ja, kann man natürlich gespalten sehen. Ich finde es aber schön, dass sie es erwähnen. Und das hebt natürlich auch noch ein bisschen die Vorfreude auf diesen Rerun sozusagen mit einer in Das einer definitiv, ja. überarbeiteten Fassung, auch wenn das natürlich eigentlich hätte von Anfang an dabei sein sollen, müssen vielleicht sogar. Ja, und es sind natürlich nur die Boxen bisher angekündigt. Ich würde mich aber auch sehr freuen, wenn sie den Titel eindeutschen. Davon steht da natürlich nichts. Das sollte ein leichtes sein, da einfach den deutschen Titel rein zu zaubern. Ich hoffe, dass das auch kommt, denn das ist doch ein erheblicher Mehrwert, würde ich auch sagen. Oh Philipp, aber das ist so aufwendig. Das ist eine bewegende Animation und dann irgendwie, ach, die haben noch keine Zeit. Der weiße Text auf dem schwarzen Hintergrund. Naja, der Text kommt ja trotzdem erstmal mit einer Bewegung reingezoomt. So schwer ist es ja aber auch nicht. Die müssen ja nur einmal eine Blanko-Version davon haben und dann können sie jedes Mal was Neues drauflegen. Also jedes Stimmt, Mal den ja, neuen wenn Titel. sie eine davon haben. Muss man halt nur eine machen. Oder ganz anderer Tipp, man nimmt einfach das, wie es ist, mit dem japanischen Titel und macht dann einfach Untertitel unten drunter. Das wäre auch eine Möglichkeit, damit würde ich mich auch zufrieden geben. Philipp, also Ja, du gut, überforderst die zur Leute Not, falls sie komplett. keinen dafür haben. Ich suche noch einen Job nach der Uni, später mal. Oh.
falls man mich da benötigen könnte für die Untertitel. Das kann ich. Das habe ich gelernt an der Uni. So, jetzt aber mal Karten auf den Tisch. Wir beantworten jetzt die Frage, die sich jeder Fan auf Facebook stellt, so connews.org, rück mal raus. Kommen nach diesem Rerun schon Staffel 6? Das sagt alles. Ihr macht mich fertig, ey. Nein, also wir haben es ja schon mal gesagt, es sind momentan, also aus unseren Informationen zumindest, keine neuen Folgen in Produktion. Das heißt natürlich nicht, dass es der Fall sein könnte, dass welche tatsächlich produziert werden. Wir wissen davon aber nichts und es ist höchst, höchst unwahrscheinlich, dass nach der Wiederholung direkt neue Folgen angeschlossen werden. Wir haben gesagt, 2020 ist möglich. Das heißt nicht, dass 2020 welche kommen, aber 2019 schließen wir mit sehr... Es heißt sehr, doch nicht, dass überhaupt welche kommen, ne? Genau, schließen wir mit sehr großer vergessen. Wahrscheinlichkeit aus. ProSiebenSat.1 hat gesagt, sie sind dran an neuen Folgen, das war es aber auch. Das heißt, sie bemühen sich darum, das heißt nicht, sie haben schon welche gekauft, das heißt nicht, die sind schon synchronisiert, das heißt nicht, die sind quasi schon abspielbereit, das heißt gar nichts. Ja gut, also da dran sein heißt ja wirklich gar nichts. Man weiß ja nicht, wie weit sie in dem Prozess sind. Und wenn sie die Rechte mal haben, dann muss das Ganze ja auch neu synchronisiert werden. Ich kann mir vorstellen, das wird noch eine Weile dauern. Also so schnell wie der Rerun dieser Folgen jetzt vonstatten geht, so schnell kann das nicht passieren. Nee, das geht ja auch gar nicht, weil ich mal allein so ein Anime zu produzieren und zu finanzieren, das zu sprechen und das dauert eben alles, ne? Also so schnell geht das nicht. Aber wir sind positiv gestimmt. Genau, die Hoffnung ist auf jeden Fall da und die sollte man auch nicht aufgeben, dass neue Folgen kommen. Aber man kann ja zum Beispiel auch am Rhythmus von One Piece, ist ja auch ein gutes Beispiel, wo immer mal wieder neue Folgen kommen, sehen, dass sich das auch ein bisschen zieht und dass man nicht direkt, nachdem das erste Mal die neuen Folgen gelaufen sind, direkt nach weiteren neuen Folgen schreien sollte. Man sollte sich einfach darüber freuen, wenn welche kommen, die Erwartungshaltung nicht zu hoch hängen. Dass das ein paar Jährchen dauert, bis mal wieder neue Folgen kommen, das sollte man im Hinterkopf behalten. Deswegen halten wir auch den Ball flach und den Ball muss man auch wirklich flach halten. Also so schnell geht da nichts. Gut, dann haben wir noch eine weitere Meldung und zwar ist die DVD Box 8 jetzt erhältlich. Darüber hatten wir ja gerade eben schon mal kurz gesprochen und ein bisschen weitere Informationen hat Kevin noch für uns. Genau, wie wir schon von angesprochen haben, die neue Box ist erhältlich seit wenigen Tagen. Die 9. erscheint dann in ungefähr 2 Monaten. Was gibt's zur neuen Box zu sagen? Ich persönlich finde, also es ist immer noch die 3. Staffel, wir sind noch mittendrin in der 3. Staffel. Ja, der Anfang ist, die erste Hälfte ist ein bisschen langweilig, finde ich. Viele, viele Filler in der Box. Ansonsten aber auch ein paar richtig coole Fälle. Bei mir immer, habe ich immer gerne geschaut, Kogoro unter Verdacht, ne? Oh, wie er da aufwacht, völlig verpennt und auf einmal als Kater unter Verdacht gerät. Die letzte Fahrt vom Chef, der Fall, in dem Ran ihren ersten Fall löst, ist aber ein Filler, allerdings. Auch der Wald, die Bären, die Jäger mit dem schönen Jubelbären und Ai Haibara, die von Mitsuhiko versorgt wird, mit ihrem verstauchten Knöchel. Ja, ist ganz nett, aber also wie Philipp sagt, wenn man schon alle 7 anderen hat, dann kann man da schlecht Nein sagen. Aber wenn ich so ganz alleine die 8. Box betrachten würde, naja. Gut, dann verabschieden wir uns hier an dieser Stelle von Kevin. Vielen Dank, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Huhu. Macht's gut. Ja, Manga in Deutschland ist nichts passiert in diesem Monat. Nächsten Monat hoffentlich erscheint ja nicht schon ein neuer Band. Müsste eigentlich. Das ist der übernächste Monat. Ja, man kommt durcheinander. Also, hier Dead or Alive erscheint doch im Juli. Ah, Juli. Ja, okay. Also ist noch ein Monat hin. Na gut, dann überspringen wir das diesmal und Detective Conan Weekly, da gibt es ja mal die neuen Kapitel, die wir hier besprechen, überspringen wir an dieser Stelle auch, weil sich auch da nichts getan hat, außer Zeros Teezeit, aber ja, die Kaffee- und Kuchenzeit ist bei uns vorbei. Demnach machen wir weiter mit der spoilerfreien Zone, da haben wir ein neues Opening 50 Answer von Only This Time, das jetzt schon im japanischen Anime gestartet ist. Genau. Zur Folge am 1. Juni, Folge 941,
Answer, was ganz gut zum Inhalt der Folgen passt, wenn man weiß, dass dort die Folgen Sucht nach Maria-Chan laufen. Und wenn man den voll aus dem Manga kennt, dann wird man sich schon seinen Teil denken können. Gemacht wird das von Takuto und Miyakawa-kun. Die haben bereits auch, wenn man sich erinnert, das Ending Kamikaze Express gemacht. Und jetzt haben sie sich so zu einem Projekt zusammengeschlossen, das eben unter dem Namen Only This Time formiert. Diesen Namen, laut der Pressemitteilung, haben sie übrigens gewählt, weil sie Musik machen wollen, die man nur zu dieser Zeit, Only This Time, machen kann. Ja, Aha. ganz toll. Ja, ganz toll. Ja, das Opening ist auch ganz nett. Der Song ist gut. Die Visuals sind meiner Meinung nach relativ schlecht. Es ist halt das Übliche. Conan steht halt rum. Es wird um ihn rum Kamerafahrten gezoomt und dann kommen Majinos Wodka ins Bild reingefahren, verwandelt sich in einen Krähenschwarm und Conan hat eine Laufanimation durchs Nichts, wo er durchrennt. Irgendwie ein ziemliches Déjà-vu. Ja, dann kommt der einzige nette Teil, das ist nämlich, wenn kurz zum Thema Rum-Arc alles Mögliche durchs Bild flasht, dann kommt auch mal kurz Itakura und Haibara und Mary werden zusammen gezeigt und das Gästebuch aus der Meerjungfraueninsel, wo Shihos Name drin steht, uiuiui. Und dann eben Kuroda, Wakita und Wakasa und dann noch Puramaskara mit Asaka und die zerschlägt diesen Handspiegel und da sieht man die Rumverdächtigen. Das ist alles ganz nett. Das dauert so ungefähr 5 Sekunden und dann kommt wieder, hier ist, da, hier, dann sieht man die Polizisten von Tokio und dann kommt rechts ins Bild und hier sind die FBI-Mitglieder und die stehen halt rum und hier sind Yuriko und Yusaku und dann läuft Con weiter rum und dann kommt da Majin und dann kommt da Wodka und am Ende werden nochmal alle Organisationsmitglieder so als Standbilder ins Bild reingefahren und dann auch mal ran und dann steht Conan rum, hebt seine Hand und im Hintergrund sieht man Shinichi, der auch seine Hand hebt und dann steht er halt rum und nochmal am Ende wird die Organisation eingeblendet und das Opening ist vorbei. Also 5 gute Sekunden sind dabei, der Rest furchtbar uninspiriert und alles schon mal gesehen. Ich hab's auch langsam echt satt, dass die Openings einfach so Kameraschwenk und da stehen einfach alle Personengruppe X und da steht da halt einmal ein Model von denen, stehen alle einfach mal zusammen und dann hier Personengruppe die, da, das, hui, nächste Szene. Das langsam reicht's auch. Naja, die Ja. sind halt unheimlich billig produziert, weil die absolut keine Zeit haben für den Kram. Ja, es wirkt halt so lieblos und so nach dem Motto, oh, wir müssen alle Charaktere, die die Serie bisher hatte, müssen wir in dieses Opening quetschen, damit die alle auftauchen und jeder muss ja mal gezeigt werden, weil wir müssen alle gleich behandeln und dann, es werden immer mehr Charaktere und dann je weniger Zeit und es bringt meiner Meinung nach ja auch nichts, wenn du alle Charaktere einblenden willst, weil du kannst sie gar nicht so schnell erfassen, wie die da alle eingeblendet werden. Also, da haben wir früher schon weitaus bessere Openings gesehen, die mit mehr Liebe behandelt wurden, wo man sich viel mehr Zeit genommen hat und ja. Ja, vielleicht werden sie auch alle schlecht bezahlt mittlerweile. Nee, nicht nur mittlerweile, also. Ja, Ist schon nein. immer. Ja, klar. Animateur zu sein, bist du sehr arm und musst 16 Stunden arbeiten und gehst kaputt und wirst wie Dreck behandelt. So Und die funktioniert das können in Sachen, Japan. die ich nicht kann, zeichnen zum Beispiel. Dann machen wir weiter mit dem Anime in Japan. Wir waren ja quasi schon da, machen jetzt aber mit den Episoden weiter und beginnen mit der Episode 939, eine gefährliche Fossiliensammlung. Und welche Fossilien dazu gehören, das weiß Olli. Ja, das sind natürlich Ammonitas, Kabuto und Aerodactyl, um ein bisschen in der Vergangenheit zu schwelgen. Aber kommen wir zurück in die Gegenwart. Ja, wie schon angekündigt, es geht um die Fossilien und wir sind am Anfang in diesem Fossilienmuseum, wo der Bürgermeister mit dem ja, Besitzer des Museums zusammen ist. Und sie lesen am Computer eine E-Mail von einer Journalistin. Und ja, das Museum und die Stadt sind in letzter Zeit ein großes Gesprächsthema, weil ein sehr seltenes Muschelschalenfossil gefunden wurde. Und ja, diese Reporterin zweifelt in ihrer E-Mail sozusagen die
Existenz, also die Herkunft dieses Fossils an und sagt, ja, das kann gar nicht, das wurde woanders auch schon irgendwie gefunden und das Material entstammt nicht der Erde, wo es, also dieses archäologische Krams eben, habe ich nicht studiert, kann ich nicht so viel zu sagen. Jedenfalls, ja, machen sich die beiden dann halt Sorgen, dass der Schwindel platzen könnte, da sie offensichtlich wirklich gelogen haben, was die Herkunft des Fossils anbelangt, um eben die Stadt interessanter zu machen und Profit zu schlagen und was halt die wirtschaftlichen Gründe so sind. Naja, und dann sagt der Museumsbesitzer halt, der Bürgermeister soll seinen Einfluss spielen lassen und sein Geld, um halt die Reporterin zum Schweigen zu bringen, damit eben der ganze Plan durchgezogen werden kann. Und ja, das beschließt er dann eben auch umzusetzen. Und ja, als kleine Randinfo sehen wir dann halt noch, dass dieser Besitzer des Museums offenbar einen Sauberkeitsfimmel hat, weil er ständig irgendwelche feuchten Tücher dabei hat und sich damit dann die Hände sauber macht, nachdem er irgendwelche Sachen angefasst hat oder ihn der Bürgermeister angefasst hat oder so. Also vielleicht hat er eine Allergie oder so, ich weiß es nicht. Naja, jedenfalls sind wir dann am nächsten Tag mit Professor Agatha und den Detective Boys in diesem Museum, weil sie eben auch davon gehört haben und sich gerne mal mit die Fossilien angucken wollen, weil vielleicht die Kinder in der Grundschule gerade das Thema Fossilien haben. Und deswegen erfahren wir dann so ein bisschen über die Herkunft von Fossilien und dann ist der Besitzer ganz beeindruckt vom Wissen der Kinder und sagt halt, wo seine Fossilien herkommen und dass er demnächst wieder nach Amerika reisen wird, um weitere zu suchen. Ja, dann kommt auch schon die Reporterin und ja, möchte dann sozusagen mit dem Besitzer über das Fossil halt sprechen. Und er ist da so ein bisschen nervös und will ihr irgendwie auch noch was sagen. Dann kommt aber der Bürgermeister an und sagt, lass uns doch das Gespräch nach der Tour machen. Und ja, dann begeben sie sich alle auf Fossilien-Suchtour, kriegen alle so eine Schutzbrille und so einen kleinen Hammer und begeben sich dann hinter das Museum. Da ist so eine Art Steinbruch. Und ja, dort suchen sie dann selber nach Fossilien und ja, erfahren dabei dann noch so ein bisschen mehr und ja, während sie dann so fleißig am Suchen sind, möchte der Museumsbesitzer doch nochmal mit der Reporterin sprechen und wird dann aber wieder von dem Bürgermeister zu sich gerufen. Also das Gespräch findet wieder nicht statt. Ja, dann möchte Ayumi gern auf die Toilette gehen und bittet Ai mitzukommen und ja, dann begeben sie sich da halt hin und hören dann plötzlich, dass jemand schon in der Toilette ist. Und plötzlich dringt ein Schrei draus hervor und ein komischer Geruch macht sich breit und Ai erkennt sofort, dass das Cyankali ist und dann entdecken sie eben den Museumsbesitzer, der tot auf der Toilette halt aufgefunden wird. Offensichtlich vergiftet durch dieses Cyankali. Ja, da kommt Inspektor Yamamura, der beste Mann vom Dienst, und beginnt seine Ermittlungen, um halt den möglichen Giftmord aufzuklären und ja, geriet dabei aber mehr oder weniger halt in den Verdacht, dass es doch Selbstmord war und der Bürgermeister bestärkt ihn sozusagen, weil er ihm wohl, also der Besitzer ihm erzählt habe, ja, er hat so Schlafstörungen und will gar nicht mehr leben und ja, dann kommt da so mehr oder weniger heraus, dass eben das Fossil ja doch gefälscht ist und der Bürgermeister ist dann halt ja gekränkt sozusagen, dass aus seinem Stadt aus der Feier, hey hier Museum super tolle Fund und so, dass daraus nichts wird und ja da dann eben aber auf dem Klo auch nichts weiter an Gift gefunden wurde, sagt Yamamura, ja ist wahrscheinlich doch Selbstmord, wir suchen noch mal ein paar weitere Orte ab und ja. Conan ist sich da nicht so ganz sicher, weil er ja schon seine Reise gebucht hat, auf die er sich sehr gefreut hat und es passt eigentlich nicht zusammen, dass er sich deswegen umgebracht hat. Und ja, die Detective Boys stoßen dann plötzlich auf tote Insekten und die geben den entscheidenden Hinweis für Conan, wie das Ganze abgelaufen ist und
ob es ein Selbstmord war oder eben ob doch ein Täter im Spiel war. Ja, und wer das Ganze war und wie es abgelaufen ist, verrate ich natürlich an dieser Stelle, gemein wie ich bin, wieder nicht. Könnt ihr euch gerne in den Kommentaren beschweren, wird aber nichts bringen, weil ihr erfahrt es nicht. Und deswegen, ja, brechen wir an dieser Stelle ab und lasst euch mal im Steinbruch stehen. Und ja, kommen wir mal so ein bisschen zur Bewertung der Episode, wie wir das Ganze so fanden. Und ja, ich persönlich muss sagen, man merkt schon, wir haben Füllerflaute, so nenne ich es mal. Also ja, es gibt eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Also mich hat wirklich nicht groß irgendwie was an dieser Episode überzeugt. Ich habe noch versucht, das Ganze so ein bisschen nachzuvollziehen und war vielleicht eine nette Idee mal mit diesen Fossilien und dem Suchen, aber ja, so richtig Spannung fand ich, kam in der Episode nicht auf und ja, deswegen tue ich mich auch schwer, da eine relativ durchschnittliche Bewertung zu geben und finde eigentlich eher, dass man diese Episode nicht unbedingt gesehen haben müsste, was euch nicht davon abhalten soll, euch ein eigenes Bild zu machen. Aber für mich hat diese Episode keine sonderlich gute Bewertung abbekommen und ich verbleibe hier bei, sagen wir mal, 2 von 5 Fossilien. Ich Ja. würde mich dir anschließen, Olli, weil ich finde einfach, dass die Besonderheit daran fehlt und dass man vieles einfach schon mal irgendwie gesehen hat. Also Detective Boyce und Agatha in irgendeinem Museum und irgendwer wird mit Zyankali vergiftet und die Polizei hält das erst für einen Selbstmord. Das haben wir schon in sehr, sehr vielen Folgen und die Folge ist einfach, sie schon ziemlich durchschnittlich, aber es fehlt auch absolut so das Besondere daran. Deshalb würde ich mich haargenau deiner Bewertung anschließen und 2 von 5 Taschentüchern zum Abputzen vergeben. Ja, dann haben wir noch die nächste Episode 940, die verschwundene Geliebte. Und wer ist da verschwunden, Olli? Du erzählst es uns, nicht wahr? Ja, wir sind nicht verschwunden, wir sind immer noch hier. Ihr hört es ja immer Ein noch Glück. live. Ja, Gott sei Dank, ne? Sonst würde der Cast jetzt abbrechen und ihr müsstet selber Ermittlungen anstellen. Wäre auch mal eine Idee, das Cordenius Escape Game. Ja, nächstes Mal. Alles klar. Ja, wenden wir uns der Episode wieder zu. Ja, wir haben sozusagen dieses Mal auch, wir starten wieder, ich sag mal, mysteriös. Und zwar sehen wir halt eine Frau, die ja auf dem Heimweg vielleicht von der Arbeit ist oder so und gerade noch eine Nachricht eintippt in ihr Telefon und ja, plötzlich ganz erschreckend aufsieht. Und wir erfahren nicht, was sie gesehen hat, sondern wir landen dann direkt in der Detektei bei Kogoro und seinem Klienten, der eben ein Foto von just jener Frau zeigt, die wir eben noch gesehen haben, und sagt, ja, das ist meine Freundin und sie ist verschwunden und ich weiß nicht, wo sie ist, sie meldet sich nicht, ist nicht auffindbar und ja, bitte suchen Sie doch nach ihr. Ja, das macht Kogoro dann eben auch, er nimmt den Auftrag an und ja, fängt sozusagen mit der Suche an. Conan und Ran begleiten ihren Vater bzw. ihren Aufziehvater. Ja, sie begeben sich zu der Wohnung von der Frau. Ja, dort stehen sie halt fest, ja, dass die Wohnung ziemlich verlassen ist. Also anscheinend war hier schon lange keiner mehr. Conan findet dann plötzlich auch am Fenster, ziemlich viel Staub, allerdings auch nur da, was ein erstes Indiz ist, was er in sein kleines Notizbuch schreiben würde, wenn er eins dabei hätte, hat er aber nicht. Ran sieht sich dann die Fotos an von der ja, von der Frau, die halt an der Pinnwand hängen und ja, dann überlegen sie so ein bisschen, wo sie denn sein könnte bei Arbeitskollegen oder vielleicht ist sie zu den Eltern gefahren oder so, aber das kann man alles ausschließen, weil
Ihre Eltern, ja, sind leider schon gestorben. Mit Arbeitskollegen hatte sie auch nie groß was zu tun. Und ja, dann kommt plötzlich die Vermieterin und ja, erzählt hier ja ganz schreckliche Geschichte. Polizei hat gerade angerufen. Es geht um irgend so eine Brücke und ja, dann begeben sie sich eben zu jener Brücke und finden dort die Schuhe ganz sauber aufgestellt. In dem Schuh ist der Führerschein der Freundin und ja, die Brücke ist halt, wie eine Brücke so ist, sehr hoch und drunter ein reißender Kanal und ja, sie hat Selbstmord begangen, zumindest gehen die Polizisten stark davon aus und das wird auch belegt, indem nämlich ein Zeuge ein Video auf seinem Handy präsentiert, wie dann halt die Frau da an der Brücke steht und ja, kurzerhand übers Geländer klettert und ins Wasser springt. Ja, und damit scheint ja sozusagen der Selbstmord bewiesen. Und ja, Conan wundert sich dann aber trotzdem so ein bisschen halt über die ganzen Gegebenheiten. Dann taucht eben auch noch die Taxifahrerin auf, die eben die Frau halt dorthin gefahren hat und sagt dann aber eben auch, ja, hab sie dahin gefahren und ja, sie hat offensichtlich Selbstmord begangen. Sie wirkte auch schon so ein bisschen depressiv oder so. Naja, hat sie irgendwie nicht weiter interessiert. Und naja, dann, ja, wollen sie es halt sozusagen zuerst als Selbstmord abtun und Conan sagt dann, hey, lasst uns doch mit dem Taxi nach Hause fahren, wenn die Taxifahrerin schon mal hier ist. Und dann fahren halt alle Anwesenden sozusagen mit dem Taxi zurück. Ja, Conan gibt sich mit dem Ganzen dann aber doch nicht so ganz zufrieden und während die Konversation in dem Auto sozusagen vonstatten geht, kommt Conan plötzlich eine Idee und er möchte halt nochmal zu dieser Brücke zurück und dann, ja, geschieht sozusagen während der dortigen Ermittlung ein kleines Unglück, denn wie Conan zunächst so ist, ist er ein bisschen nervig. Kogoro hält ihn dann wie immer kurz am Kragen und sagt, hier, du nervst hier schon wieder, indem du hier überall rumstromerst. Und ja, dann kommt eins zum anderen und Takagi stolpert und gegen Kogoro, der dann aber Conan fallen lässt und ja, er stürzt in diesen Fluss, wird von der Strömung weggetragen. Und ja, wenn ihr jetzt denkt, ich höre jetzt auf zu erzählen, um zu überlegen, ob Conan überlebt oder nicht, so gemein bin ich dann doch nicht, ich gehe noch ein bisschen weiter, denn die Taxifahrerin springt hinterher und hat gute Schwimmfähigkeiten und kann Conan dadurch retten. Und ja, innerhalb dieser ganzen, ja, sag ich mal, actiongeladenen Aktion, nachdem sich Conan bei der Taxifahrerin bedankt hat, gibt es noch so einige interessante Details, die Conan eben dann doch einen entscheidenden Hinweis zur Lösung des Falles liefern. Und ja, deshalb wird dann sozusagen, nachdem sich alle etwas beruhigt haben, die Auflösung erfolgen, die ich aus spoilertechnischen Gründen hier nicht verraten werde. Ich habe euch ja schon gesagt, dass Conan überlebt. Das muss euch genügen als Hinweis. Und ja, dann hören wir uns doch mal an, wie wir die Episode so fanden. Ja, wie fandst du sie denn, Olli? Ja, wie fanden wir die Episode? Also, Tonfall wird gesenkt. Also, ich könnte jetzt wieder sagen, man merkt, dass wir gerade eine Filler-Episode haben, aber das haben wir eben schon gehört. Aber es ist so, wir haben wieder eine Filler-Episode und auch die hat mich dieses Mal nicht vom Hocker gehauen. Es gab irgendwie auch hier nicht den zündelnden Effekt. Hey, Episode ist gut, ist empfehlenswert, kann man sich angucken. Ich sag mal, sie ist ein bisschen besser als die Episode mit den Fossilien, weil mir dann doch am Ende die Wendung so ein bisschen gefallen hat, was denn da noch so alles dahinter steckt. Aber ich fand trotzdem, ja, irgendwie die Machart und die Motive der ganzen Leute, das fand ich irgendwie so richtig seltsam, so angefangen mit dem Typ, der dazu, also der Zeuge, der dieses Handyvideo macht, wie die Frau da die Brücke runterspringt und er macht da so seelenruhig ein Video, anstatt so
dahin zu stürzen und sagen, hey, Moment mal, oder dann im Anschluss die Polizei zu rufen oder keine Ahnung. Und diese Taxifahrerin, die dir irgendwie sagt so, ja, ich hatte doch so eine Idee, die wirkte depressiv, aber hat mich nicht weiter interessiert. Und ja, weiß ich nicht, also irgendwie fand ich das alles ziemlich seltsam. Dachte dann gegen Ende wird es nochmal ein bisschen besser und dann wurde es doch wieder so ein bisschen undurchsichtig. Also bleibe ich bei der Aussage, wie gesagt, sie ist ein klein wenig besser als die Fossilien-Geschichte, aber kann mich trotzdem nicht als gute Filler-Episode irgendwie überzeugen und daher bleibt es auch hier bei dem normalen Unterdurchschnitt von 3 und ich vergebe in der Bewertung hier 2,5 reißende Kanäle, die eher laue Flüsschen sind. Das klingt auch ganz gut. Ich möchte dazu wenig ergänzen, nur noch einmal persönlich betonen, ich fand diese Szene, wo Conn runterfällt, die fand ich weder witzig noch spannend, sondern ich fand die einfach nur zum Fremdschämen, ehrlich gesagt. Also, uff. Ah, nee, danke. Naja, ist ja auch irgendwie klar, dass er als Protagonist dieser Serie eine Filler-Folge überlebt. Aber, na. Ja, gut, dann haben wir noch die nächsten Episoden, die uns in diesem Monat erwarten. Und das weiß, wie gewohnt, Lasse. Weißt du es, Lasse? Ja, ich hoffe doch. Ja, ich weiß es. Ja, sehr gut. Jetzt, gestern ist schon mit dem neuen Opening gelaufen, wie gesagt, Sucht nach Maria, Teil 1 und dann nächste Woche Teil 2. Am 15. Juni kommt eine neue Filler-Folge, das heißt, nach diesen beiden Manga-Episoden ist es mal wieder Schluss. Wenn man, wie gesagt, schon weiß, was in den Manga-Folgen passiert, ist das so ein bisschen, aber na gut. Dann kommt erstmal die Tokyo Grannies Collection. Das ist eine Parodie auf die Tokyo Girls Collection. Ein Idol-Model-Wettbewerb, den es in echt gibt. Ich nehme an, da werden dann Conn irgendwas parodieren, dass es das auch mit Großmüttern gibt. Scheinbar. Lassen wir uns überraschen. Und dann kommt am Ende des Monats, am 22. Juni und am 29. Juni, der Preis eines Likes. Das heißt, scheinbar irgendwas mit Social Media, vermutlich. Ein Filler, zwei Teile, hat vielleicht Potenzial. Und dann in der darauffolgenden Woche, schon im Juli, ist erstmal eine Woche Pause. Ich glaube, da läuft wieder irgend so ein Musikprogramm in Japan, was den ganzen Tag dauert und dann wird nichts anderes ausgestrahlt, deswegen an diesem Tag dann kein Conn. Ja, wer gedacht hat, wie gesagt, ui, jetzt wird ja hier etwas aus Band 95 adaptiert, was relativ wichtig ist, könnte es danach gleich weitergehen mit wichtigen Entwicklungen aus dem Manga, das wir direkt im Anime sehen? Nein. 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 Wird es jetzt allgemein schneller gehen? Ich befürchte nicht. Ich befürchte, wir können uns nur noch mehr Filler einstellen. Ja. Toll. Frag doch einfach nochmal. Computer sagt nein. Ja. Aber immerhin jetzt Such nach Maria. Zwei Wochen lang ist die Welt in Ordnung. Ja, und man will ja auch die Hoffnung, wie bei den deutschen Folgen, sag ich mal, nicht aufgeben. Also es gibt ja auch wirklich gute Filler. Also wenn wir euch die vergangenen Podcasts, von denen wir schon einige gemacht haben, mal anhört, da gibt es auch durchaus Filler-Folgen, die haben enormes Potenzial gehabt und die haben, meine ich, sogar die Höchstbewertung abgegrast. Also abgegrast, was ja. Gerade übrig war. Ja, tatsächlich. Es gibt gute Filler, vor allem früher, hier, wie ich finde. Hier zum Beispiel das Haus der 200 Masken. Das war ja, ein Klassiker. Ja. Einer der besten Filler-Folgen aller Zeiten. War allerdings auch schon Folge 198. Ja. Ich meine aber auch in letzter Zeit haben wir mal ein paar sehr positiv bewertet, die besonders lustig waren. Dadurch kann man auch wieder punkten. Und ich möchte noch herausstellen, den Filler-Zweiteiler Ungleiche Schwestern. Episode 160 und 161, das ist das mit Kogoro, mit der Autoexplosion von seiner ehemaligen Nachhilfeschülerin. Das sind so zwei richtig gute Filler, wo ich auch 5 von 5 geben würde. Aber solche Brecher haben wir seit Jahren nicht mehr. Und das stimmt zwar, wir loben ab und zu mal Filler, aber selbst wenn, unser Lob ist immer, ja,
das war okay. Oder ja, das war jetzt nicht ganz schlecht. Aber dieses richtige, das war jetzt richtig, richtig gut. Das Haben wir wüsste ich nicht. schon Das, seit Jahren nicht mehr gehört. nee, vielleicht sogar jetzt seit Jahrzehnten. Ich glaube auch, der Unterschied ist, dass man früher tatsächlich ab und zu mal einen Filler produzieren musste und dementsprechend auch länger Zeit hatte, sich Ideen über den Ablauf des Falls zu machen. Und heutzutage muss man ja wirklich aufgrund des Mangels an Manga-Vorlagen quasi wöchentlich eine Filler-Episode produzieren und sich dann, naja, was aus den Nägeln saugen. Das ist. Kann ich schon vorstellen, dass es etwas schwieriger ist, vor allem bei dem Budget wahrscheinlich, was man hat, was ja auch über die Jahre hinweg gekürzt wurde oder immer weiter Noch geschrumpft ist. kürzer, ja. Ja, also die Hürden sind ja heutzutage eine ganz andere. Vielleicht, wenn es tatsächlich mal wieder mehr Manga-Vorlagen geben sollte, steigt die Qualität der Filler auch wieder, aber ja, das ist Nee, nur also eine das. dumpfe Also. Prognose. Nee, 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 nee. Darauf lasse ich das auch nicht kommen, weil. Ja, nee, die Qualität der Filler war ja auch schon vor 5 Jahren nicht gut. Und da hat Gosho Aoyama auch nur 2 Pausen im Jahr gemacht. Ja, Oder drei. das stimmt durchaus, ja. Ich Und wollte die Filler in Schutz da waren die nehmen. Filler ja auch nicht besser. Und das Budget wurde garantiert auch nicht gekürzt, weil eigentlich sind Anime-Budgets in Japan ziemlich gedeckelt. Das heißt, ob es jetzt so ein aktueller Anime ist wie One Punch Man oder Conan, das Animationsbudget müsste eigentlich gleich sein. Es kommt da aufs Talent an. Und dass man bei einem wöchentlichen Anime und nicht einem Staffel-Anime, dass die Qualität da irgendwann runtergeht und vor allem, weil man so einen Verschleiß hat an Personal, dann ist das eher darin begründet. Aber das Ding ist ja, dass das sagt ja nur etwas aus über das Aussehen, weil schreibertechnisch könnte man ja auch aus einer schlecht aussehenden Anime-Episode ziemlich viel rausholen. Weil so gute Synchronsprecher hat man und theoretisch könnte man gute Schreiber haben. Und dann, aber das hat man ja auch nicht. Ja, genau, Also eigentlich. man hat ja keine gute Handlung. Ja, genau, wenn man das hätte, wäre schon viel gewonnen. Also tatsächlich, wie Bianca schon sagte, wenn man es wenigstens lustig verpacken würde oder so, paar Slapstick-Momente drin hätte, die halt nicht wirklich vollkommen absurd sind oder so, sondern die logisch, wo es einen logischen Zusammenhang zwischen der Folge gibt, wo ein Fall da ist, der aufeinander aufbaut und ja, ich lasse es, ich lasse es. Ich wünsche mir gar nichts mehr. Ist in Ordnung. Ja. Wir warten ab, was die Zukunft bringt. Genau. Und das erfahrt ihr dann im nächsten News-Podcast, wo wir euch brandaktuell über die nächsten Filler informieren und über die Manga-Folgen. Das ist ja ganz ungewohntes Bild hier. Manga-Folgen haben wir ja gut. Ja, dann sind wir am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Ich bedanke mich, dass ihr mit zugehört habt. Ich verweise noch auf unsere Kontaktmöglichkeiten: conninwiki.org, conninforum.org, conninnews.org, twitter.com/conninnews, facebook.com/conninnews. Instagram.com/ConnenNews, YouTube.com/ConnenNews. Wir haben einen Discord-Server, den findet ihr unter, wo findet ihr den? ConnenNews.org/Discord. Wir haben iTunes, ConnenNews.org/iTunes, ConnenNews.org/Spotify, da könnt ihr den Podcast bei Spotify hören. Und wir haben ganz neu Patreon, da könnt ihr uns, naja, kostenlos abonnieren, nicht, aber ihr könnt uns dort ein kleines Trinkgeld geben, falls ihr das gerne möchtet für unsere Arbeit hier. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon einen Link haben. conninnews.org/Patreon vielleicht. Schaut dort gerne mal rein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut.